Guten Morgen. Moin, liebe Leute, hier zurück auf der Walchen 2K19 2019. Ich habe ja gestern hier in der Nacht noch geschwadet, das Gras alles zusammengerecht, in Bahnen abgelegt, so nennt sich das ganze Ding ja auf normalem Deutsch, ohne Bauernkenntnisse, sage ich jetzt mal. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich hier den Schmuh aufladen kann. Und dann müsste auch irgendwann demnächst der Händler vorbeikommen, der Hochrater, mit einem Pflug. Große Herausforderung hier einen Berg hochzufahren mit dem Teil. Aber er kriegt es hin. Oh! Lul, da steht er ja schon. Hat aber ein. Ich dachte, er kommt hier mit einem 2-Meter-Pflug an. So ein großes Teil mitgebracht. Moin! Moin! Hallo, Herr Hochreiter. Alles gut bei Guten Ihnen? Tag, ja. Was haben Sie denn da für ein schickes Ding? Acht R. Und die 8R. Wissen Sie, was da gerade passiert? Was? Da bin ich in Ekstase. Das ist ja ein schmuckes Stück. Kann ich mal reinsitzen? Ja. Ist ja fast wie ein Lamborghini hier. Nur in Trägerform. Ja. Schicke, schicke, schicke. Ledersitze, ey. Ich glaube, ich spinne. Wenn ich hier mal in mein altes Ding reinguck. Ist auch Leder, aber hier. Hartplastikleder. Ja, ich bin noch gar nicht so weit. Ich dachte, und vor allem, was haben Sie da für einen riesen Teil hinten dran? Ich dachte, Sie kommen hier mit 2 Metern. Nee, ich hab mir was gegönnt. Ah. Heftig. Was hat denn das? 10 Meter Arbeitsbreite, oder? Ja, nee, 4,9 Meter. Nur? Sieht so riesig aus. Ich würde mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen das Gras aufsammeln, das Heu aufsammeln und dann können sie loslegen. Dann können wir Jo. die Strecke mal abgehen. Ich beeil mich. Ach so, Moment. Kommen Sie mit. Mist. Wo ich denn meine Gartenstühle hin? Herr Hochrater? Ja, ich bin hinter Ihnen. Hab leider meine Gartenstühle nicht da, aber ich hole Ihnen gerade einen Kaffee. Du. So, wieder hinter mir? Nee. Ihr, bitteschön, frisch gebrüht, passen Sie auf, Dankeschön. verbrennen Sie sich nicht die Zunge. So, dann mache ich mal schnell weiter hier. So, Mist.
müssen auch dieses Ding da wieder anmachen. Eieiei. Dass man nicht alles denken muss. Schaffen, dass ich so fertig bin, dass der hier anfangen kann. Weil ich einmal zwischendrin wegfahren müssen. Da stellt mein Anhänger schon weg, der denkt ja richtig mit. Ey, ich glaube, ich habe Heuschnupfen. Ey, seit ich hier am Heu machen bin, läuft meine Nase. Sauerei. Dann muss ich mal auf meinen Wunschzettel schreiben, diesen 8R. Das wäre ein Teil, das wird mir auch gefallen. Jetzt ist mein Steuer kurz vorm, vorm Feierabend. Komm! Zieh! Gott, das stinkt schon. Hopp, 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 hopp. Eieieiei. Komm schon. Ja, jetzt ist er über den Berg. Das war knapp. So, Herr Hochreiter, ich glaube, Sie könnten zumindest schon mal außen rumfahren. Jo. Ja, gucken Sie halt, wenn es geht, dass Sie nicht so viel Gras, Heu wegmachen. Weil ich würde das jetzt wegbringen, allerdings weiß ich noch gar nicht, wohin. Mal gucken. Und ich hätte noch eine Frage. So eine Maschine zum Anpflanzen, haben Sie sowas auch? Karl Gutberg, hallo? Hallo? Oh, hallo? Ah, Herr van Berg, Burgen. Ja. Wie geht's Ihnen? Ja, wie es dem alten Mann halt geht. Ja, eben. Also, ja. 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 Und? Was machen Sie so? Ich bin Grünfelder Land hier. Wo ist das? Keine Ahnung.
Hier bei so einer Bank. Bei einer Bank auch. Geschäftliches klären. Ah. Okay. Ja, ist das schön? Ja. Und das freut mich. Aber riesengroß. Riesengroß, sagen sie. Ja, ich hab, ja. Ich hab den alten Mann gerade am Telefon, Herr Hochrater. Ach. Bin ich alt? Sie haben gesagt, es geht Ihnen so gut, wie es einem alten Mann halt geht. Ja. Und Sie wollen da auswandern, oder was haben Sie vor? Nö. Okay. Nur was Geschäftliches klären. Ah, ja. So, Geld machen und so. Ja. Oh, ja. Okay, gut. Ich bin hier gerade mit dem Senator unterwegs. Ich muss mal weiter, ne? Ja, sagen Sie mal, haben Sie Heu? Ja, Heu habe ich gerade. Habe ich Heu oder Gras? Mein Anhänger sagt Gras. Moment. Ich muss mal hier. Achso. Dieses komische Messgerät habe ich nicht. Gras habe ich. Warum? Was brauchen Sie jetzt? Sowas? Ja. Also. Wenn sie Heu zu viel hätten, ich würde das nehmen. Ich kann ihnen das Gras oben hinkippen. Ja. Okay. Ich habe unten so ein Haarsilo, so eine Art, mit Pfosten und sowas. Ja. Das ist so ein Matschplatz, wo es bei mir hochgeht. Ja. Da können sie das einfach hinkippen. Ist es vor ihrem Hof unten? Ja. Okay, ich guck mal. Ich erkenne das jetzt auf die Entfernung nicht, aber ich fahr mal rüber. Jo. Gut, passt. Dankeschön. Bis dann. Ja, hat er einfach aufgelegt. Okay, also fahren Sie hier mal. Ich soll ihm das Heu bringen. Als hätte der das gerochen, dass ich Heu fertig habe. Hm. Oder Gras oder was auch immer das ist. Gut. Jo. Bis später. Ja, gut, wenn er das braucht. Was ist denn jetzt los? Irgendwie kommt er aber nicht mehr vorwärts hier. Okay, der Anhänger ist ja auch voll. Ah, da sehe ich so Pfosten, rote Pfosten. Das da meint er. Ah, ja. Das heißt Fahrsilo? Das ist halt tatsächlich nur ein Matschplatz. Ja, dann fahre ich dem das da mal rein. Ziemlich mittig. Gut. Ah. Perfekt, da muss ich nicht so weit fahren. Auch gut. Also das waren jetzt 19.000 Liter, das sollte ich mir natürlich merken. Ich das Gras auch schnell genug weg. Voll drüber ausgeschossen über das Ziel. Geht mal was vorwärts hier heute bei mir. Hoffentlich ist das eine kluge Entscheidung, hier ein Feld anzulegen. Der Boden, ich weiß nicht, wie nahrhaft der ist, aber es könnte sich aussehen, dass es sich lohnt.
So, hat er mir jetzt eigentlich gesagt, was für eine Sämaschine? Ich glaube nicht. So, nochmal 4000 Liter. Ist gut, 23.000 Liter. Krass. Oh oh, da hat er meine Straße kaputt gemacht. Okay, passt aber. Dann fahre ich das noch schnell rüber und dann sind wir durch. Mit dem Heu hier. Gras, Heu, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das müsste ein bisschen liegen. Heu muss er, glaube ich, erst trocknen, oder nicht? So. Tu die. Jetzt mache ich mal die Türe zu. Jetzt fahren wir nämlich wieder ein bisschen schneller. Ladewagen wieder zurück. Und dann ist alles gut. Also ich habe halt kein Geld, um mir ein eigenes Feld zu kaufen. Deshalb ist es, denke ich, im Moment ganz sinnvoll, dass ich mir da ein Feld erstellen lasse vom Hochrater. Mein Wiese, wenn ich für die Pferdchen was brauche, habe ich ja immer noch. Zumindest ein kleines Stück. Ich stelle den jetzt aber den Anhänger nicht wieder da rein, wo der war. Mal gucken, ob der da reinpasst. Naja, der steht ein bisschen über, aber was soll's. Ich noch schnell an den Hof. Guck mal, wie weit der Hochrader gekommen ist. Und dann muss ich mir nächste Woche auf jeden Fall mal eine Sämaschine organisieren. Dann natürlich auch irgendwas aufs Feld kriegt, beziehungsweise ich muss, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob ich dann noch düngen muss oder so, da muss ich mich mal vom Hochrater beraten lassen, was ich da alles brauche, aber der könnte mir natürlich auch Zeug aufschwätzen, was ich nicht unbedingt brauche. Da waren Vögelchen, schön. Sind wir wieder. So, ich kuppel mal gerade den Anhänger an, weil das könnte man vielleicht. Vielleicht muss ich nächste Woche erstmal hier ein bisschen Holz machen, dass ich mir das leisten kann. Zumachen. Hinten ist zu, Seite ist zu. Gut.
Naja. Ordentlich ist was anderes, ne? Oh, naja, der ist halt recht groß. Der ist halt nicht so wendig wie so ein kleiner Traktor, ne? Jetzt wird mein erstes eigenes Feld. Das ist ganz, ganz schön. Das freut mich. So, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Entschuldigung. Schaut gerne nächste Woche wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.